Das ist Rudi, der kleine Frischlingskeiler. Rudi ist ein Findelkind. Er lief einige Tage um das Anwesen von Andreas Böttcher in Bad Arolsen-Massenhausen herum, bis er sich einfinden ließ. Anscheinend hatte er den Anschluss an seine Rotte verloren. Er war unterkühlt, hatte Schnupfen, vereiterte Augen und an vielen Stellen waren die Borsten ausgefallen, anscheinend durch Milben. Nun wird er bei Andreas Böttcher wieder aufgepäppelt und dann soll er in gute Hände, eventuell in einen Tierpark, abgegeben werden, sagte Andreas Böttcher, der auch der Erfinder der Kusshaltestelle in Wollte nicht. Massenhausen Hast ja auch einen ist. ganzen Schwung irgendwo gehabt, ne? Aber jetzt, so, jetzt, doch, doch. Vom Hühnerbaron zum Schweinebaron? Nein, so kann man das jetzt nicht sagen. Also es ist reinster Zufall irgendwo, dass ich mich mit Schweinen beschäftige. Ich habe so das kleine Tierchen, den kleinen Rudi, so habe ich ihn jetzt getauft, den Keiler hier bei uns im Garten gefunden. Und ja, er war hilfsbedürftig, war schon eine Ecke abgemagert, die Augen, also war total erkältet, die Augen waren verschleimt und ja, er brauchte Hilfe. Und ja gut, ich lasse kein Tier bei mir im Garten sterben. Und dann habe ich ihn angenommen, aufgenommen und jetzt erstmal in die Garage untergebracht. Und ja, dementsprechend aufgepäppelt. Die letzten 3 Wochen hat sich prächtig entwickelt, auch mit den Augen. Das ist deutlich besser geworden, wo der Tierarzt ursprünglich der Meinung war, er würde dauerhaft blind bleiben. Und ja, das haben wir ganz gut in den Griff bekommen. Wir salben täglich mehrmals die Augen. Und ja, es hat sich wieder so eine kleine Pupille entwickelt. Das Auge war ursprünglich ganz milchig und ja, sieht deutlich besser aus. Problem bei den Wildsauen ist ja, wenn sie klein sind, sind sie niedlich. Das ist Ja. jetzt ein Keilerchen. Ja. Der kann durchaus auf 150, 180 Kilo gehen. Ja, also er wird wahrscheinlich 100 Kilo und mehr haben und das wird natürlich ein Problem sein. Es gibt auch besondere Auflagen. Man braucht eine doppelte Zäunung irgendwo. Ja, er wird schwere Eckzähne haben. Wir sind hier zwar so ein bisschen am Ortsrand, so ein bisschen außerhalb, aber wir haben die Dorffreizeitanlage nebenan. Das ist natürlich schon ein Problem, wenn er dann ausbricht und eventuell doch mal auf Kinder zugeht, auch wenn er jetzt sehr, sehr zutraulich ist, sehr, sehr handzahm ist. Aber man weiß ja nie, es ist und bleibt natürlich ein Wildtier und das muss doppelt gezäunt sein und gezäunt werden. Und das ist an der Stelle jetzt erstmal nicht machbar. Gerade bei Wildschweinen ist das Zurückbringen in die Natur ja nicht mehr gestattet. Ja. Wenn da Ja, einmal. klar, das bedarf sogar auch dann der Zustimmung von der Jagdbehörde irgendwo. Und das ist schwierig. Und von daher, er braucht auch Artgenossen, Spielkameraden, was ich ihm auf Dauer nicht bieten kann irgendwo. Und von daher suchen wir natürlich nach einem schönen Platz für den Rudi, wo er in guten Händen ist und wo er dauerhaft bleiben kann. Wildtierpark irgendwo, Wildgehege. Ja, also es gibt ja viele hier in der Umgebung, aber die sind natürlich alle jetzt auch wegen Krieg und Corona gestiegenen Kosten, also Futterkosten, Tierarztkosten, alle ziemlich zu. Und ich will nicht sagen, dass da überall ein Aufnahmestopp ist, aber es ist schon nicht ganz so einfach, so wie sich das bisher darstellt. Und da bin ich natürlich dankbar über jeden Hinweis, wo wir vielleicht den Rudi unterkriegen können. Also vorläufig kann er noch bei dir kampieren. Ja, die nächste Zeit schon noch, aber er ist wie gesagt in einem Kompostkasten, Meter mal Meter. Das ist auf Dauer nicht haltbar irgendwo. Und von daher, ich würde mal sagen, so die nächsten 14 Tage, 3 Wochen kriege ich es maximal noch hin. Aber er wächst ja auch tagtäglich und er braucht Auslauf. Und ja, da Ja. bräuchte ich schon ziemlich zeitnah irgendeine Idee, eine Lösung irgendwo. Brustgeschirr und andere gehen mit dem Hund spazieren und Andreas geht mit dem Schweinchen spazieren. Das wäre durchaus möglich. Ich habe das durchaus gesehen in den sozialen Medien, dass man Schweine, also auch Hausschweine, genauso gut wie Wildschweine, das Geschirr umspannen könnte und dementsprechend auch mal Gassi gehen könnte. Ist bisher noch nicht geplant, weil ich war jetzt erstmal froh, dass ich den in den letzten Tagen aufgepäppelt bekommen habe. Und was wir dann jetzt in der nächsten Zeit machen, das müssen wir mal schauen. Aber es wäre durchaus mal eine Maßnahme, mal testen, was er da macht. Vielleicht buddelt er mir sogar auch ein kleines Trüffelchen aus. Ja, eben. Wir haben Trüffel in der Region, das wissen wir. Ja. Und so ein kleines Trüffelschweinchen ist ja nicht verkehrt, ne? Das wäre nicht schlecht, sage ich mal. Also, so Trüffel bringen auf dem Markt natürlich auch ein bisschen was ein. Da könnte man die Futterkosten wieder reinholen. Nein, Spaß beiseite. Nein, also der Rudi soll es auf Dauer gut haben. Und wie gesagt, von daher muss da eine vernünftige Lösung her. Und
Ja, idealerweise ein Tierpark, die sich mit sowas auskennen. Und wenn wir da wen finden oder wenn die Zuhörer, Zuschauer was sehen, dann wäre ich da natürlich sehr, sehr dankbar. Vielleicht hat er jemand eine Wache zu Hause, die er aufpäppelt und braucht noch ein Keilerchen dazu. Das wäre natürlich auch eine Maßnahme, also wir würden auch an Privatleute abgeben, wenn er dann da in guten Händen ist. Also ich werde mir das vorher anschauen, wie das Umfeld ist, ob er da hinpasst. Und auch natürlich ganz wichtig, ich habe natürlich auch schon etliche Rückmeldungen bekommen, es hat sich herumgesprochen, aber die meisten wollen nur haben, ein bisschen anfüttern und dann wollen sie eine gute Wurst draus machen. Also das soll es nicht sein, also der Rudi soll da schon ein langes Leben haben und eines natürlichen Todes sterben. Er soll auch erstmal nicht kastriert werden, ja. Prima. Den kannst du mal schön verfetzen, ne?